Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Haunting Ground. In der letzten Folge haben wir so eine Tür gefunden, durch die wir aber nicht... Sieht so aus, als ob dies zum Öffnen des Tores benutzt wird. Hebel, hebeln. Ja, hebel den Hebel. Ja, also das hätte ich dann echt nicht machen können, während ich verfolgt werde. Oh ja, guck so knuffig, guck mich so knuffig an, muss ich dich direkt gleich wieder loben. Weil du mich so knuffig angeguckt hast. Loben fürs Anschauen. Wäre doch mal was. Ja, wir konnten da nicht wirklich durch diese eine Tür gehen, weil da Motten waren. Die... Oh, shit. Ist das jetzt wegen dem Luminescenten, oder? Und die Bilitas auch. Wir mussten... Ja, wir müssen da so eine... Ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe. Also frische Blumen finden, die wir auch gefunden haben und dann auch dementsprechend da mal hinpflanzen werden. Und ich hatte ja beim letzten Mal so einen Geistesblitz, aber den werde ich euch dann erklären, wenn es soweit ist. Oh shit, shit, shit. Fiona, bitte, danke. Zwiebel. Fuck. Fuck, 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 fuck. Ich dachte, er knurrt die ganze Zeit wegen dem fucking Luminescenten. Ja, das hier, ist, glaube ich, die Bilitas Haus. Und es ist vielleicht nicht ganz so klug, vor seinem Haus rumzugurken. Ich kann in der Hocke nicht ins Menü gehen. Lass mal hier nochmal gucken, Zwiebel. Hier, mindert Lebenskraft des Hundes. Herzlichen Glückwunsch. Ja, der Hund kann hier auch übrigens sterben. Aber auch wiederbelebt werden, glaube ich. Oh shit. Ja. Er kann wiederbelebt werden, aber ich glaube nicht im harten Modus. Wenn er im harten Modus stirbt, ist auch schon Game Over. Es war so klar. Da schon gesehen? Okay. Alter, dieser Holo-Luminescent. Dieser Holo-Luminescent, ja, es ist ein Hologramm. Das wollte ich sagen, Hologramm-Luminescent. Das ist doch schon wieder ein Witz hier. Mann, 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 Mann. Da will ich mir einmal seine Bude angucken und da kommt der Junge auch schon. Aber kein Problem, ich bin schnell und diesmal habe ich meinen Hund dabei. Was kannst du? Außer fett und dumm sein. Ah, hier, 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 hier. Perfekt. Scheiße, ich sehe die Tür nicht. Hier war doch aber eine Tür. Hallo? Hallo? Ja, der Schatten. Dieses Bücherregal. Ob ich mich wohl dahinter verstecken kann, dass jetzt kommt das, was ich euch vorher gesagt habe. Natürlich nur zufällig. Wir müssen das jetzt nicht machen. Ist ja logisch. So. Fuck you. Where is you? Frage. Ist zu gefährlich. Okay, er ist noch da. Es gibt sogar eine Memo für, ha? Ein Bücherregal kann kaum dieses Ding aufhalten, deshalb sollte ich besser hier weggehen, bevor es ärgerlich wird und weit wichtiger, bevor es Hilfe bekommt. Ja, als ob dem jemand helfen möchte. Aber naja. Joey! Come on. Fuck you, ganz ehrlich. Komm jetzt mit. Ich war da noch nicht hundertprozentig mit fertig. Vor allem das Spiel wirkt dann auf einmal richtig
wie auf Speed, wenn es denn mal flüssig läuft. She's a man eater. Es ist irgendwie wie ein... Ach, vergessen wir es einfach. Aus den Augen, aus dem Sinn, oder so sagt man doch. Ja, vielleicht. Hier liegt eine Puppe ausgestellt. Der Besitzer muss sehr an ihr hängen. Wie denn? Hat er nicht gerade einen Kopf gefehlt? Naja, gut. Auf keinen Fall würde ich daran denken, mich hier hinzulegen. Wieso denn nicht? Mit dem Debilitas? Ich sehe das Bett nicht. Was ist so schlimm an dem Bett? Lieber ein Scheißbett als kein Bett. Da jetzt beispielsweise. Klingt so ein bisschen, als hätte er Schaden genommen. Aber dabei ist gar nichts. Ich werde die Tür dann mal offen lassen und kann mich dann notfalls hinter verstecken. Und wenn er dann reingeht, laufe ich darin vorbei. Ja, lass mal hier hingehen. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt, wenn ich das jetzt tue. Aber wobei, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon vorbereiten kann. Es gibt hier nämlich so ein Rätsel. Achso, er kann ja da nicht hoch. Und wieder aufgehangen. Es gibt hier nämlich so ein Rätsel, welches sich über das ganze Areal streckt. Und hier wäre beispielsweise so ein... sieht so aus, als ob es sich um den Sockel dreht. Ja. Ah, doch. Doch. Okay. So. Geht doch. Genau. Kleines Reflexionsrätsel. Hier oben war der gute Ricardo. Der hat wahrscheinlich das Rätsel erfunden. Ein bisschen auf dem Klavier herumspielen könnte meine Nerven ein wenig beruhigen. Aber jetzt ist kommende Zeitpunkt oder Ort, mein Klaviertalent zu üben. Ja, ich glaube, das wäre ein bisschen zu laut. Sind es eigentlich da... Das habe ich mich immer bei jedem... immer wenn ich wenn ich es im Spiel gesehen habe, habe ich mich gefragt, ob das hier... Tatsächlich. Jede Menge Lautsprecher stehen aufs... Geratewohl an den Wänden entlang. Tatsächlich. Ich kann ein durchdringliches Starren von der Wand hier fühlen, das hier unangenehm ist. Das sind tatsächlich Boxen, hä? Wow. Lautsprecher. Die Dinger, wo Musik rauskommt. Krasser Shit, Mann. Krasser Shit. Da geht dann richtig die Party ab hier. Yo, Huey. Alles gut, alles gut. Ach, hier war das. Ja, perfekt. Dann haben wir doch jetzt für jede Situation mindestens 3 Wege zum Entkommen. Genau, lass doch mal jetzt die fucking Presse benutzen. Das hätte ja gar nicht besser laufen können. Schön alles miteinander verbunden hier. Wow. Ja, benutzt doch die Presse. Und zwar Rest. Man hat da natürlich sicherheitshalber vielleicht auch noch Stree eingegeben, wobei das ja weniger Sinn macht, aber ja, es ist Rest. Und wieso ist das Rest? Nun, es ist nämlich ein... Also im Englischen macht es dann halt Sinn, weil es ein Restroom ist. So ein Zufluchtsort. Moment, war das hier klug? Es gibt ja gar keinen anderen Weg, ne? Glaube ich. Oder? Ne, warte, falsch. Ich krieg schon wieder den langen Weg hier. Ich muss... Ich dachte, ich habe schon wieder gehört, ey. Ich muss dahin und dann die Treppe runter, genau. Ach, der Hund. Der fehlt doch schon wieder. Habe ich ihn eigentlich sitzen gelassen? Weiß ich gar nicht mehr. Ach ja, aber doch bei der Leiter, ha? Huh? Lern doch einfach mal Leitern hochzuklettern. Was ist dein Problem? So, zumachen. Hier hindurch. Und
dann hier lang. Genau, und dann nach rechts, ne? Yeah. Ja, das Schloss, das habe ich mir schon so ein bisschen gemerkt, weil mir das auch design-architekturmäßig sehr, sehr gut gefällt. Rest. Yay. Und hier können wir uns dann auch tatsächlich heilen. Es gibt in jedem Areal, glaube ich, einen so ein Restroom. Die Toiletten im Schloss sind für den allgemeinen Gebrauch. Dann versuche ich das wohl eine Weile zu halten. Wieso, sehen doch jetzt gar nicht so schlecht aus, oder? Was ist jetzt dein Problem? Ach, für den allgemeinen Gebrauch. Also meinst du damit, dass jeder drauf geht oder dass sie da auch Essensreste rein? Ich weiß nicht, was ihr Problem ist. Aber vielleicht bin ich auch gerade wieder selten dämlich. Hier kann ich mich, glaube ich, auch drin verstecken, oder? Ja, ja, ja. Hui, bitte nicht stören, muss mal duschen. Oder vielleicht hier drin mein Geschäft machen, weil die Toiletten mir ja nicht münden, anscheinend. Camille! Sonst noch irgendwas hier? Aber es ist natürlich nicht so sicher. Also er kann auch hier rein. Ob das Wasser wohl trinkbar ist? Genau, hier. Toilette nicht, will sie nicht benutzen, aber hier, das macht es auf jeden Fall. Suche einen Erholungspunkt, damit sich Fiona von ihrer Panik erholen und ihre Lebenskraft vollständig wiedererlangen kann. Beachte jedoch bitte, dass Erholungspunkte nicht benutzt werden können, während man vom Feind verfolgt wird. Ja, wenn der Dibilitas nämlich auch mal hier auf Toilette muss und wir dann hier sind, können wir nicht in seiner Anwesenheit das Wasser benutzen. Das macht man einfach nicht. So, man trinkt nicht vom Waschbecken, wenn jemand anderes in deiner Nähe ist. Das gehört sich einfach nicht. Tür ist verschlossen. Die rechts hier ist, glaube ich... Oh, nee, das geht. Aber ich glaube, das war hier auch wichtig für dieses eine Ende, oder? Ich glaube, irgendwas war mit den Toiletten hier. Wenn man das Spiel dann vorzeitig beenden wollte und konnte. Ja, genau, hier kann ich mich auch verstecken. Moment, das sind ja gar keine Toiletten, das sind ja Duschen, ne? Hey, irgendwie fehlt ja da so ein bisschen die Toilette. In der Toilette. Na gut. Fuck. Die Musik ist aus. She's a man either. Oh, okay. Nee, sie ist wieder da. Ein Glück, ein Glück, ein Glück. Ja, das ist immer auch so ein bisschen Bullshitterei. Es kann darauf hinweisen, es kann... Was gerade Huey? Es kann aber auch einfach sein, dass die Musik loopen muss. Okay. Was machen wir denn jetzt so Tolles? Da ist er! Come on. Oh fuck! Ich glaube, ich hoffe, der kommt von da! Oh, wieso laufe ich dem Bastard immer in die Arme? Oh fuck. She's a man eater. Na, 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 make you flop for love. Huey! She's a man. Huey! Greif halt an, gut. Versuchen wir es gleich mal da drüben. Tür ist hier auf. Wobei, ich glaube, ich verstecke mich da. Ich habe nicht so viel Vertrauen in die Duschen. Hui. Ah. Hui. Sah gerade ein bisschen aus wie ein Geist, hä? Huh? Ah! Nein, Huey, was tust du? Hast du dich gegen mich verschworen? Oh, ich dachte gerade, der benutzt die Toilette. Das wäre es jetzt gewesen. Vor allem am besten noch im Stehen. In meiner Gegenwart, mehr oder weniger. Kameramann ist ja dabei. Ja, ich glaube, ich nutze es. Ich nutze es. Hat das funktioniert? Oh mein Gott. Wie viel Glück hatte ich denn da bitte jetzt? Ich dachte, er schaut noch ein bisschen länger. Oh nee. Oh ja, warte hier. Darauf kommt er nie.
Niemals! Ich könnte jetzt natürlich auch... Ach komm. Lauf hier weiter. Ist, glaube ich, wieder ein längerer Weg, aber naja. Glaube ich zumindest. Vielleicht gibt es ja auch eine Abkürzung, die ich jetzt spontan vergessen habe. Ja, klar, klar, klar. Klar, klar, klar. Ist dann, glaube ich, doch kürzer. Vielleicht nehmen sich auch beide Wege nicht viel. Hier! Genau! Da war ja da hinten noch irgendwas, was, glaube ich... Oh, nee, das kommt noch. Ja, nee, vergiss es. Da gab es ja dann noch etwas, was wir... öffnen konnten, aber da fehlt natürlich ein Schlüssel. Den Schlüssel kriegen wir wahrscheinlich noch... Ich glaube, das war was essentiell sehr Wichtiges, deswegen hoffe ich einfach mal, dass wir den noch kriegen. Guti, dann lass uns doch das mal mit den Blümchen machen. Mit den Möttchen und Blümchen. Kennt ihr nicht die Geschichte von den Möttchen und Blümchen? Es ist dasselbe wie mit den Bienchen und Blümchen, nur dass das bei den Möttchen und Blümchen schlecht ausgeht. Kriegen nämlich dann alle AIDS. Good boy. Also die Blumen, nicht die Motten. Die Motten haben das AIDS ja schon. You. Komm. Kommt jetzt vielleicht die Sequenz hier? Nee. Ich weiß auch nicht, wie das genau war. Ob da jemand gesprochen hat oder ob man da was gesehen hat. Irgendwie kriegt man dann aber schon einen Indikator dafür, wenn man daran vorbeiläuft. Ist auf jeden Fall auch verpassbar. Ich würde es euch halt gerne zeigen. I'm lagging in the night. Just lagging in the night. What a beautiful slow-mo and I'm happy again. I like to work so slow. Wo wollte ich jetzt? Ach nee, shit. Genau, ich wollte doch zu den Blümchen. Zu den Möttchen. Wo sind sie denn? Hier? Rechts? Nee. War aber schon hier, oder? Das ist ja fake. Ah ja, da. Diese Schatten, ey. Unglaublich. Genau. Ah nee! Ach shit, die sind... Oh nein, weil ich zu lang gebraucht habe, sind sie verwelkt. Wo sind wir denn hier? Warum plötzlich so viel Realismus spielt? Ach scheiße, ich wusste gar nicht, dass man das unmittelbar machen muss. Oder ich hab's vergessen. Das ist ja jetzt doof. Naja gut, dann kriegen wir ja nochmal die Möglichkeit hier, diese Zwischensequenz auszulösen. Nope. Yui. Ja, Hund. Wäre echt toll, wenn du mitkommen würdest. Vor allem, wer hat das überhaupt gemacht da? Hat Yui die Gitter, den Zaun, das da eingerissen? Yui. Oder ist das einfach der Platz, wo der Hund immer essen soll? Kriegt halt Blumen zu fressen. Statt Whiskas wollte ich gerade sagen. Ja, statt Katzenfutter ist da Blumen. Kannst du jetzt mal bitte mitkommen? Wo ist er denn überhaupt? Ist er noch da hinten bei den Türen? Ich sehe ihn nicht. Ach da, ja, es fuckt mich schon leicht ab hier, ne? Leck, 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 leck. Oh shit, da ist die Folge auch wieder um. Ja, naja gut, Leute, ich würde mal sagen, das war's heute mit Let's Play Haunting Ground. In der nächsten Folge werden wir dann mal die Möttchen wegkriegen und... Ja, schauen... was wir dann letzten Endes davon haben.
Ja, doch, ich habe da so eine Ahnung. Hängt so ein bisschen. Ein Fernseher kommt in diese Ahnung drin vor. Aber es könnte auch ein anderer Raum gewesen sein. Also sicher bin ich mir da nicht. Ja, es könnte dieser Ort sein mit dem Fernseher und wo wir dann den Hund da. Die Wäschekammer. Ich glaube, das war die Wäschekammer. Also, hey, wenn ihr mal eine creepy Wäschekammer sehen wollt, schaltet doch in der nächsten Folge wieder ein. Ja. Also, ich hoffe, dass das die Wäschekammer war. Ja. Oder sowas ähnliches. Naja. Mit ein bisschen Fantasie sieht hier alles wie eine gruselige Wäschekammer aus. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.